Einen wunderschönen guten Tag, cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben gerade zwei Pakete ausgepackt mit einem echt spannenden Inhalt. Und zwar war da in einem Paket die Drehkonsole für den Fahrersitz drin und im anderen Paket die Drehkonsole für die Doppelsitzbank. Die kommen aus England, sind von RJ Camper Solution und die werden wir jetzt einbauen. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit der vermeintlich leichteren an und zwar mit der Fahrerdrehkonsole. Boah. So, die Drehsitzkonsole vom Fahrersitz ist wieder drin. Das hat vielleicht jetzt eine halbe Stunde, Stunde gedauert. Ist richtig einfach. Eigentlich ist es nur Schrauben rein, Schrauben raus. Hier das Kabel von der Elektronik vom, helft mir, vom Gurt. Die muss einmal abgezwickt, wieder angeklemmt werden. Sonst ist es mega easy. Das Einzige, was mir nicht gelungen ist, ist die Abdeckung von der Handbremse wieder drauf zu machen. Die passt jetzt irgendwie nicht mehr, ist aber halb so wild. Und jetzt kümmern wir uns mal um die Drehsitzkonsole vom Doppelsitz. Und ich bin gespannt, ob das genauso einfach wird. Thank you.
Beide Drehkonsolen sind jetzt installiert. Ich muss wirklich sagen, die große Bank hier war genauso leicht zu installieren wie der Fahrersitz. Es sind eigentlich nur Schrauben rein oder raus. Hier muss man nicht mal die Kabel abzwicken. Da sind nämlich so Stecker dabei. Kann man einfach alles easy zusammenstecken. Das habt ihr ja gesehen. Und jetzt bin ich vor allem sehr gespannt, wie gut der Mechanismus ist, um die Sitze zu drehen. Ich habe es noch nicht ausprobiert und ich filme es jetzt direkt das erste Mal. Und wir schauen auch mal, wie lange ich brauche beim ersten Mal. Und ich würde sagen, dieses Mal fangen wir auch wieder an mit dem Fahrersitz. Und ich probiere es jetzt einfach mal aus. Okay, auf die Plätze, fertig und los. So, das waren ganze 43 Sekunden. Ich habe aber jetzt auch nicht super schnell gemacht. Das ist ein cooler Mechanismus. Es ist schon ultra komisch, so rum jetzt im Bus zu sitzen. Und ich würde sagen, jetzt probieren wir das gleiche mal bei der Doppelsitzbank. Und los geht's. So, die Doppelbank ist auch gedreht. Das hat jetzt 1 Minute 22 gedauert. Das war aber auch nicht sehr clever von mir, weil ich versucht habe, diese Schrauben hier unten mit den Händen rauszudrehen. Bei der Doppelbank kann man aber einfach so machen und dann kommt man super easy an die Schrauben ran und dann geht es auf jeden Fall auch mindestens doppelt so schnell. Also ich stelle mal wieder fest, was für ein Riesenfan ich von Drehkonsolen bin. Das kommt einem jetzt hier drin nicht mal mehr wie ein Auto vor. Das öffnet den Raum so wahnsinnig, das ist so riesig jetzt hier drin, weil man einfach diese Fahrerkabine noch zum Wohnraum macht. Und klar geht es jetzt nicht nur eine Sekunde, den Sitz zu drehen, aber wenn man mal irgendwie einen halben Tag irgendwie irgendwo steht, dann finde ich, das lohnt sich schon wirklich, die Sitze zu drehen. So, und bevor jetzt Fragen kommen zur Eintragung, ja, die Dinger müssen vom TÜV eingetragen werden. Das Gute ist aber, bei beiden Drehkonsolen bekommt er in der Bestellung so ein Gutachten mit. Damit gehe ich jetzt später auch zum TÜV und lasse die Dinger natürlich eintragen. Das ist auch hochrelevant. Ich bin aber super zufrieden von der Qualität. Die sind natürlich sehr schwer und sehr massiv. Das müssen sie aber auch sein. Die müssen ja auch im Falle der Fälle ordentlich was halten. Und ich würde mal sagen, ich bin mehr als begeistert von der Qualität und auch von der Einfachheit des Einbaus. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch Spaß gemacht. Meiner Meinung nach gehört in jeden ordentlichen Camper eine Drehkonsole. Von AJ Camper Solution gibt es auf jeden Fall die für den Sprinter und für den Crafter. Ich weiß nicht, was die sonst so haben. Ich verlinke euch das mal. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ist ein cooles Produkt. Wenn ihr einen anderen Camper habt, macht euch mal schlau, woher ihr eine Drehkonsole bekommt. Ihr braucht das nämlich unbedingt. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann würde ich abschließend sagen, ich gehe wieder in die Sonne. Lasst ein Like für das Video da, lasst ein Kanal-Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!